Hallo, hallo, herzlich willkommen zur Leseliebe am Vatertag. Nein, die ist nur am Vatertag 22 gedreht. Und heute stelle ich dir etwas ganz Besonderes vor. Und zwar kennst du vielleicht schon meinen Online-Kurs, den du gratis auf meiner Homepage runterladen kannst. Perspektive wechseln macht glücklich. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat denn das mit einem Buch zu tun? Das kann ich dir sagen. Ich habe von einer wundervollen aus meinem Netzwerk ein Buch empfohlen bekommen, bei dem geht es um die Revolution in der Welt durch die Frauen. Also, dass mal wieder ein Zeitenwechsel fällig ist und wie das gehen kann und wie es in der Vergangenheit war. Also eine rundum wundervolle Betrachtung. Ich habe sehr, sehr viel gelernt bei diesem Buch. Und das heißt, es wird eine lange Zeit in Frieden und Wohlstand geben. Nee, kommen. Und sie wird eingeleitet von den Frauen. Und das ist das Buch. Und schau mal hier. Hier steht Version 1. Und wenn du das Buch umdrehst, dann steht da Version 2. Und das ist tatsächlich eine Idee, die die Autorin Anne Wilson Schaaf gehabt hat. Oder Schaaf, oder wie man das ausspricht. Sie hat ein Buch aus quasi mit der linken Gehirnhälfte geschrieben und das gleiche Buch, also das gleiche Thema, mit der rechten Gehirnhälfte geschrieben. Und das eine hat, warte, lass mich gucken, 146 Seiten und das andere 245, weil das Frauliche, das meandert so vor sich hin, das Kreative, und das andere ist anders halt. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, 145 Seiten auf den Punkt. Und ich möchte dir ein paar Gedanken, die ich mir hier vorne notiert habe, mitgeben zu diesem Buch. Ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn ihr mal ein bisschen tiefer hinter das, was draußen so passiert, mal tiefer dahinter blicken wollt. Warum, wieso, weshalb und warum Recht haben überhaupt nicht hilft. Und ja, dann empfehle ich euch dieses Buch. Wenn ihr da Ambitionen habt, guckt mal. Für mich war nochmal, da werde ich auch nochmal ein eigenes Video zu machen, der Bezug zu diesem Stockholm-Syndrom. Da habt ihr vielleicht schon mal was gehört. Ganz großartig erinnernd und ins Bewusstsein rufend. Das ist ja dieses, was sich abspielt zwischen zum Beispiel einem Entführer und seinem Opfer, dass das Opfer sich irgendwann so anpasst, dass es sagt, ja, das war alles in Ordnung so. Ja, das ist für mich der Gipfel der Bewusstlosigkeit. Und da ist eben die Frage, ich glaube, es ist jetzt die Zeit, dass das Bewusstsein sich generell in der Welt anhebt und da können wir ja auch unseren Beitrag leisten. Ich pflege gern zu sagen, ich gucke mir das große Ganze äußerst selten an, jedenfalls meckere ich nicht rum, sondern ich kehre vor meiner eigenen Tür. Ja? Und ja, das Buch ist sehr hilfreich. Und da wird einem bewusst, dass die Probleme, die in der Welt sind, keine anderen sind als die Probleme, die in allen Beziehungen sind. Das ist so, ich meine, ich habe ja irgendwann, ich bin ja jetzt schon länger 60 plus, aber irgendwann so um die 60 habe ich festgestellt, Junge, das ist egal, was du anguckst, ob du ob du Systeme miteinander vergleichst, das Schulsystem oder das Gesundheitssystem. Da frage ich mich, wieso heißt das Gesundheitssystem? Aber ist ja ganz egal. Ich glaube, es ist alles das Gleiche, ja? Und wenn du dir die Probleme in der Welt anguckst, das sind die Probleme, die auch in Beziehungen sind. Auch die Ursachen sind die gleichen. Deswegen ist die Erkenntnis, ich fange bei meiner eigenen Türe an
einfach genial, dann klappt das auch alles. Ne? Bewusst, 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 was anderes hilft nicht. Solange du im Automatismus bist, kannst du überhaupt nichts bewirken. Und ich hatte ja das Interessante, ist, ich hatte ja letztes Jahr das Jahreswort bewusst bewirken. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal so eine Intention fürs Jahr gesetzt hast. Dieses Jahr habe ich Frieden und Fülle. Komischerweise, das, was um mich rum ist, ist nur noch Frieden und Fülle. Also nicht, dass da noch was anderes wäre, aber ich beschäftige mich damit nicht mehr, weil ich ja nun inzwischen weiß, dass ich das entscheiden kann, bewusst entscheiden kann. So, habe ich noch, ach so, ja, eine Ergänzung möchte ich an dieser Stelle noch machen, weil ohne Humor ja bei mir nichts geht. Ich erinnere mich so, noch so gut an einen Vortrag von Tobias Beck. Den verlinke ich dir auch gleich noch in den Shownotes, den er über das unterschiedliche Funktionieren des männlichen und des weiblichen Gehirns gehalten hat. Den solltest du dir einfach gönnen und dann mit noch etwas mehr Humor auf das, was einfach ist im Außen. Jetzt kommt hier wieder so ein schlammernder Hund. Mit etwas Humor und etwas mehr Liebe das Ganze betrachten, weil es ist ein Unterschied, ob du mit Angst oder mit Liebe auf eine Situation guckst. Also das Gehirn des Mannes und das Gehirn der Frau, die funktionieren völlig unterschiedlich. Der Mann hat im Gehirn unter anderem eine Nixbox, wenn du da Näheres wissen willst, ich tu dir dann auch noch das Video rein. Und die Frau verknüpft alles mit allem. Blitzschnell. Und deswegen ist das ein wundervolles Buch, um dir das nochmal noch bewusster zu machen. Oder vielleicht ist es auch dein Anfang der Bewusstheit, wie wundervoll das ist, dass es Männer und Frauen gibt. Und welches Wunder das ist, dass die miteinander überhaupt kommunizieren können, so unterschiedlich wie sie sind. Wenn es mal nicht klappt in der Kommunikation bei dir, melde dich bei mir. Ich bin die Paragraphen Sylvia. Und ich liebe das Leben und ich habe auch für dich eine gute Idee. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, deine Paragraphen Silvia.